Moin meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Video hier auf Own Galaxy. WhatsApp hat ein richtig krasses Update rausgebracht und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Bevor ich allerdings auf die reißerische Taktik hinter dem Update zu sprechen komme, möchte ich euch natürlich erstmal erklären, was denn genau geupdatet wurde. Denn viele von euch werden das Update wahrscheinlich noch nicht haben, weil es erstmal immer ein bisschen dauert, bis es bei jedem angekommen ist. Und dafür zeige ich euch jetzt am besten mal, wie das Ganze aussieht. Ich habe hier das Ganze schon auf meinem Test-Smartphone installiert. Und zwar haben wir einmal hier ganz normal das Chat-Menü, wo wir alle Chats aufgelistet sehen. Und daneben ist jetzt der Reiter Status aufgeploppt. Das heißt, wenn wir jetzt zur Seite wischen, kommen wir zu Status. Das Update ist jetzt noch so neu, dass ich hier noch keine Statusmeldung von Freunden drin habe, aber hier könnten wir jetzt sozusagen sehen, was denn unsere Freunde so für Statusmeldungen gemacht haben, also was sie so für Stories hochgeladen haben. Hier die Beispielstory ist jetzt hier von WhatsApp, da können wir mal draufklicken, dann sehen wir, wie das Ganze aussieht, hier ein Video. Es erinnert sehr stark an Instagram Stories, ist ja letztendlich auch die gleiche Firma, die dahinter steckt. WhatsApp gehört zu Facebook und Instagram gehört auch zu Facebook. Das heißt, wir haben hier Fotos, Videos, können Smileys einfügen und noch Texte hier reinsetzen und ihr seht auch, das läuft hier halt genauso durch oben in der Zeitleiste, wie das auch bei Instagram Stories der Fall ist. Was ist denn aber jetzt, wenn wir einfach mal eine Story selber machen wollen? Dann wischen wir nämlich ganz nach links, da ist dieses Kamerasymbol und dann kommen wir halt auch direkt in die Kamera-App. Ihr seht jetzt hier schon, das Ganze funktioniert und jetzt kann ich halt hier einfach entweder ein Foto schießen oder ich könnte natürlich auch beispielsweise ein Video aufnehmen. Ich schieße jetzt hier einfach mal ein Foto, damit wir sehen, wie das Ganze jetzt hier weiterläuft. Ist natürlich hier ein wunderbarer Schnappschuss geworden, den ich unbedingt mit meinen Freunden teilen will. Nee, es geht ja jetzt letztendlich nur darum, das mal zu zeigen. Das heißt, wir können jetzt hier ein paar Smileys auswählen, welche wir halt gerne hinzufügen wollen, zum Beispiel hier so ein Sonnenbrillen-Smiley, können wir verwischen, wie wir wollen. Dann können wir halt noch einen Text hinzufügen, da schreiben wir mal Test, dann fügen wir den hinzu, da können wir den halt auch noch bewegen. Also es ist wirklich sehr stark wie bei Instagram Stories. Von der Schriftart und so ist das alles nochmal ein bisschen anders. Man merkt auch, dass es noch nicht so weit entwickelt ist wie Instagram Stories, aber so vom Grundlegenden ist es halt schon sehr ähnlich. Jetzt können wir hier zum Beispiel noch ein bisschen drauf rummalen. Also ihr seht schon, diese Features kennt ihr wahrscheinlich alles schon von Instagram und natürlich auch von Snapchat. Und jetzt letztendlich können wir das Ganze bestätigen und dann wird das Ganze hier auch in meinen Status direkt versendet. Und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Wir sehen das jetzt hier auch direkt unter Status, dass hier mein Status hinzugefügt wurde. Und ja, das ist letztendlich das Feature. Ihr seht auch hier, man kann genau sehen, wie viele Leute das angesehen haben. Es ist letztendlich genauso wie die Instagram Stories. Daher wird WhatsApp wahrscheinlich einfach den Code von den Instagram Stories weiterverwendet haben. Denn jetzt kommen wir auch mal zu der Taktik dahinter. Letztendlich gehört ja WhatsApp genauso wie Instagram zu Facebook, habe ich ja gerade schon angesprochen. Und es gab ja in letzter Zeit einen großen Konkurrenten, und zwar Snapchat. Snapchat war sehr stark im Aufwind, viele neue Nutzer haben Snapchat immer stärker benutzt und das ist natürlich ein Dorn im Auge für Facebook, die ja mit Instagram, WhatsApp und Facebook selber halt in diesem Kommunikationsmarkt sehr stark vertreten sind und die haben natürlich Angst, dass ihnen der Rang abgelaufen wird und von daher haben die sich erstmal bei Instagram gedacht, dass sie sich halt die Stories auch nach Instagram implementieren und das war natürlich schon mal ein Schritt, der Snapchat an sich schon mal stark angegriffen hat. Letztendlich haben sie halt das Feature von Snapchat kopiert, das muss man einfach so sagen. Das ist natürlich nicht die feine Art, aber es war natürlich ein sehr, sehr cleverer Schachzug von Facebook. Und jetzt machen sie halt noch den zweiten Todesstoß, sage ich mal. Denn durch die WhatsApp-Stories kommt natürlich noch ein weiterer Aspekt hinzu. Denn jetzt hat man sozusagen alle Freunde. Das war nämlich immer das Problem. Bei Snapchat hatten das immer nur ein bestimmter Personenkreis. Instagram haben auch nicht alle. Aber WhatsApp hat wirklich jeder. Und ich habe mich da schon mit ein paar Freunden von mir drüber unterhalten. Und die meinten halt teilweise so, ja, ist doch voll unnötig, wenn ich meinen Freunden zeigen möchte, was ich mache, kann ich die auch direkt auf WhatsApp anschreiben. Und ich glaube, das ist natürlich so bei den direkten, engen Freunden. Aber man hat ja auf WhatsApp auch viele Leute, die man halt so, die halt befreundet mit einem sind, aber jetzt auch nicht so dick befreundet, sage ich mal. Und für die ist das eigentlich das perfekte Feature, denn so kann man den Freunden zeigen, was man macht, ohne sie halt immer nervig vollzuschreiben und so, hey, wie geht's dir? Guck mal, was ich heute gemacht habe. Das will ja auch keiner machen. Von daher glaube ich, dass WhatsApp-Stories schon eine ziemlich interessante Sache sind, weil sie natürlich einmal wirklich alle Freunde erreichen, die man hat und darüber hinaus ein bisschen indirekter sind und man Leute nicht direkt anschreiben muss und sagt und denen sozusagen aufbinden muss, was man jetzt Tolles gemacht hat.
Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze läuft und wie sich das auch mit Snapchat entwickeln wird, weil Snapchat kommt dadurch natürlich sehr stark unter Druck, weil die Stories von Snapchat ja schon eins der zentralen Punkte natürlich sind. Und von daher bin ich mal gespannt, jetzt durch die Offensive von Instagram und natürlich auch durch die Offensive von WhatsApp, wie sich das Ganze auf Snapchat auswirken wird, ob die App in nächster Zeit noch genauso beliebt sein wird oder ob sie halt die Talfahrt eingeht. Und da bin ich sehr gespannt, aber das wird auf jeden Fall die Zukunft zeigen. Das waren echt krasse Neuigkeiten. Was haltet ihr von den WhatsApp-Stories? Werdet ihr sie selber nutzen? Und wie findet ihr auch den Angriff auf Snapchat? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und lasst mir gerne auch ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand in der App- und Technikwelt zu bleiben. Jetzt habe ich noch ein richtig cooles Video für euch am Start. Und zwar habe ich euch die 6 coolsten Smartphone-Lifehacks gezeigt. Die findet ihr hier in diesem Video. Also einfach draufklicken und dann sehen wir uns direkt wieder.